Und eine Konsequenz hat das, dass ich da eine Ork-Horde laufen ließ, die Brandschatzen jetzt hier unten herum in Seelenschön. Verdammt, aber egal, wir müssen weiter auf den Schwarzwald. Am Abend am Lagerfeuer kramt Boindil in seinem Rucksack herum und holt einen in ein Tuch eingewickelten Käse hervor. Er steckt ein faustgroßes Stück davon auf einen Spieß und grillt es über dem Feuer. Es geht doch nichts über gegrillten Käse am Ende eines langen Tages. Der aufsteigende Geruch schneidet dir die Luft ab. So haben meine Füße nach einem Dutzend Umläufen in meinen Stiefeln gestunken. Oh, ein Kostverächter! Kein Wunder, wenn man bei den Menschen aufwächst. Das verdirbt den Geschmack. Boindil hält dir das Stöckchen mit dem stinkenden Käse unter die Nase. Iss, und ohne zu jammern. Du ziehst das warme Stück Käse vom Spieß. Es schmeckt grauenvoll. Deine Finger werden die nächsten Tage danach riechen und dein Mund vermutlich auch. Du siehst ein Lager mit einem Wagen und zwei Menschen am Wegesrand. Hinter ihnen ragt, etwa eine halbe Tagesreise entfernt, das Schwarzjoch hoch über einem dichten, dunklen Wald empor. Das Banale ist, über diesen Weg sind wir gerade über den Schwarzjoch drüber gegangen. Ganz kurz zur Information, der Schwarzjoch war eigentlich früher ein hoher Berg, wo sehr viel Gold und Edelmetalle drinnen waren. Und die Menschen hatten aber nicht die Kenntnis darüber, wie sie das rausholen können. Deswegen haben sie Zwerge beauftragt. Und die Dritten kamen und haben den Auftrag ausgeführt und den Berg wirklich geplündert. Bis irgendwann mal der Berg selbst sich dagegen wehrte und durch das, dass er so ausgehöhlt war, also richtig stark ausgehöhlt war, ist ihm die Spitze abgefallen. Deswegen ist jetzt ein flacher Berg. Und zwei Pferde stehen in der Nähe des Planwagens. Deswegen wieder als auch da. Du erkennst die Formen von Kisten und Fässern auf dem Wagen. Die zwei Menschen tragen gepflegte Kleidung und sitzen an einem großen Lagerfeuer. Sie scheinen euch noch nicht bemerkt zu haben. Du möchtest nicht, dass sich die Menschen vor euch erschrecken. Deswegen sprichst du sie an, als ihr noch viele Meter entfernt seid. Hallo, Freunde. Ist da noch Platz am Feuer? Die beiden Händler schauen auf und zucken sichtbar zusammen, als sie die drei Zwerge erblicken. Ah, hallo. Ja, natürlich. Dir entgeht nicht, dass ihr den Händlern Unbehagen zu bereiten scheint. Doch du gehst auf ihr Angebot ein und setzt dich. Die Zwillinge folgen deinem Beispiel. Wir sind nur Reisende. Wir suchen jemanden, der hier am Schwarzjoch leben soll. Einen Einsiedler. Jemand soll hier leben? Die Händler wechseln einen verblüfften Blick miteinander. Wer hier lebt, muss verrückt sein. Normalerweise würden wir hier nicht mal rasten, aber die Pferde sind zu erschöpft. Wir sind erst mit Verspätung aus Porista abgereist und haben sie wohl zu hart getrieben. Warum bereitet euch das Schwarzjoch Unbehagen? Es sieht nicht gerade einladend aus, aber es ist nur ein Berg. Nur ein Berg? Du kennst die Legende nicht? Der Händler schaut dich und die Zwillinge fragend an, doch ihr schüttelt alle den Kopf. Das Schwarzjoch war einst als Wolkenberg bekannt und ragte bis in den Himmel. Die obersten Hänge aus purem Gold und der Gipfel von Schnee bedeckt. Die Menschen wollten an diesen Reichtum gelangen, doch durch die glatten Hänge und den blendenden Gipfel war der Aufstieg unmöglich. Sie riefen die Zwerge zu Hilfe. Ihnen gelang es, sich durch den Wolkenberg nach oben zu graben. Sie hüllten ihn aus und trugen das Gold ab. Die Menschen verlangten, den Schatz zu teilen, doch die Zwerge weigerten sich. Und als sie stritten, erbebte der Berg. Die Löcher in seinem Inneren waren zu zahlreich, sodass er einbrach und die Gierigen unter sich begrub. So verlor der Berg seine Größe und Schönheit und verfolgt seitdem Menschen und Zwerge mit seinem siechenden Hass, durch den mit der Zeit der Fels selbst schwarz wurde. Pah, nie davon gehört. Klingt nach Menschengeschwätz. Zwerge würden einen Berg nie so aushöhlen, dass er einstürzt. Ja, hier nochmal die Geschichte, wie es in den Büchern erzählt wurde. Ihr kommt aus Porista? Wie ist die Lage dort? Alles beim Alten, würde ich sagen. Naja, abgesehen vom Wissbegierigen. Du kennst Nudin, den Wissbegierigen. Lord Ionan hat ihn dir vor vielen Jahren einmal während eines Besuchs vorgestellt. Was ist mit ihm? Ach,
Nichts weiter, nur Gerüchte. Du nickst dem Händler knapp zu, dass er fortfahren soll. Er verhält sich merkwürdig und verschwindet tagelang in seinem Turm. Und er soll krank aussehen, meinte ein Bekannter von mir. Vielleicht ist ihm ein Zauber misslungen. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Heilfleisch. Kaufen wir natürlich. Und natürlich ein bisschen mit dem ganzen Proviant. Man kann nie genug haben davon. Ja. Bestätigung weiter. Als ihr später in der Nacht nach einer gemeinsamen Mahlzeit und einigen freundlichen Gesprächen am Lagerfeuer beschließt, euch schlafen zu legen, übernimmst du die erste Wache. Es ist eine Nacht ohne besondere Ereignisse und am nächsten Morgen brechen die Händler bereits früh auf. Nach einem Frühstück macht auch ihr euch wieder auf den Weg. So, ich schätze mal, hier ist das die Quest. Nach einem Marsch durch den dichten Nadelwald erhebt sich das Schwarzjoch, der unheimliche Tafelberg und das Ziel eurer Reise vor euch in die Höhe. Aus nächster Nähe wird dir die beeindruckende Größe des Bergs bewusst, selbst ohne typischen Gipfel. Bist du dir sicher, dass dieser Famulus hier wohnt? Laut Lot Ionan, ja. Obwohl du dich bemühst, viel Zuversicht in deine Stimme zu legen, siehst auch du keinerlei Anzeichen dafür, dass hier jemand lebt. Keine Burg, keine Tunnel, kein Lager. Hier ist nichts außer dem Berg. Man müsste sich eben genau umsehen. Tu das, Gelehrter. Wir werden so lange hier warten. Du willst protestieren, doch letztlich wäre jedes weitere Wort Verschwendung. Ja, wir müssen also jetzt ein schwarzes Fenster rundherum erforschen. Auch keine Spur von Goren. Wenn er hier ist, dann muss es sowas wie eine Höhle irgendwo im Berg geben. Nee, beziehungsweise hat sich nichts beendet. Boindar hat noch 4 Verletzungen. Boindil hat keine. Und wir haben auch keine. Das haben sie ziemlich cool gemacht hier, muss ich sagen. Ein alter Baum. Sieht aus, als wenn er jeden Moment umstürzen würde. Na also. Mal schauen, ob das was hilft. Nee, warte. Hier ist ja was. Zu steil, da kann ich mich nirgends festhalten. Ach so, okay. Mehr war da nicht. Hier sollte ich hochkommen. Oh, puh! Das war knapp. Ja, der Berg wehrt sich gegen uns. Hoffentlich lohnt sich das alles. Definitiv eine Felswand. Oh Mann. Sehr cool. Ich weiß noch, was ich ausschalten muss, aber die Frage ist, wo sie es hier versteckt haben im Spiel. Hier ist ein... Nein, doch nicht. Nee, hier ist gar nichts. Das finde ich cool, dass sie einfach hier uns einfach in die Sackgasse rennen lassen. Ach, ja.
Ah, hier, das hier ist etwas eingraviert. Überrascht stellst du fest, dass es sich um Runen in der Zwergensprache handelt. Genau nach dem habe ich gesucht. Erbaut mit dem Blut unserer Feinde. Sei unnachgiebig wie der Fels und tränke das Land in ihrem Blut. Hm? Hallo? So, wir befinden uns jetzt im Schwarzfels drin. Ah, Schwarzjoch, so, verzeiht. Warum soll ich Schwarzfels? Meister Goren? Lord Ionan schickt mich, um Ihnen einige Gegenstände zurückzubringen. Meine Nachforschungen sind praktisch beendet. Das bedeutet, ich kann jetzt endlich zu meinem Sonnenschein ziehen. Ich war zwar noch nicht in Grünhain, aber ich glaube, es wird mir dort gefallen. Ich habe vor meiner Abreise meine wertvollsten Besitztümer im Grab des Horengard deponiert und es magisch gesichert. Das Passwort ist... Die folgenden Wörter erkennst du als Runennamen, aber sie sind in der Gelehrtensprache geschrieben. Daher weißt du nicht, um welche es sich handelt. Grünhain. Na toll. Ja, ja, Grünhain ist im Übrigen die Heimat der Elfen. Dass ihr das schon mal wisst, wir müssen... Wir wissen zwar jetzt, dass es in Grünhain ist, aber es gibt hier noch was zu entdecken. Warum kann ich die Runen hier nicht lesen? Es gibt hier noch einiges zu entdecken, nämlich meine Freunde. Huch, na no. Oh, verdammt, eben. Achso, da geht's eine Treppe hoch, okay. Erst möchte ich mich hier nochmal gründlich umsehen. Das mit der drehbaren Kamera ist sehr cool gemacht. Aber ich glaube, ich muss hoch. Achso, ich kann die Lampe mitnehmen. Hier die praktisch eine ewig brennende Flamme. Ich kann mir denken, wer ihm das beigebracht hat. Du siehst Skizzen und Notizen zu den architektonischen Merkmalen, Statuen und Wandreliefs. Anscheinend hat Goren viel Zeit damit verbracht, diesen Ort zu studieren. Vielleicht ist er eine Art Zwergenhistoriker. Oder ist er einfach ein Schatzsucher? Goren ist in Grünhain, um seinen Sonnenschein zu besuchen? Grünhain liegt in Gauragar. Er wird sich doch nicht in ein Spitzohr verguckt haben. Leider doch. Leider doch. Also zu unserem Bedauern. Ist da jemand? Das mit der Kamera war jetzt nicht ich. Als ihr es wisst. So, hier war noch ein Zahnrad. Jetzt kann ich hier alles untersuchen. Die Feuerschalen kann ich entzünden. Es sieht aus, als hätte Goren eine Zeit lang in der Festung gelebt. Er scheint diese jedoch bereits vor einigen Mondumläufen verlassen zu haben. Es ist kein Stehlen. Es wäre nur schade, wenn die Vorräte verderben würden. Vor allem, wir brauchen Proviant, wo wir es kriegen können. So. Geboren aus dem Stein, geschmiedet im Kampf. Erhebe dich neu geboren aus dem Blut der Feinde. Du bist dir nicht sicher, ob du wirklich wissen möchtest, womit dieses Becken einst gefüllt war. Der ganze Ort erweckt den Eindruck, als sollte sich ein anständiger Zwerg hier nicht aufhalten. Ein Sarkophag. Vielleicht lässt er sich öffnen. Oh, eine magische Markierung.
Vermutlich von Goreen. Ich mach's einfach mal auf gut Glück. Das hat nichts gebracht. Ich versuche noch nach Hinweisen, wie man das öffnen kann. Hier liegt ein Skelett. Ein Grabräuber. Dann hat er wohl bekommen, was er verdient hat. Er hat einen kleinen Beutel in der Hand. Etwas Gold? Eine Reihe von Waffen, die alle offensichtlich zwergischen Ursprungs sind. Die Spinnweben und Roststellen deuten darauf hin, dass sie schon sehr lange hier stehen. Vielleicht Jahrhunderte. Okay. Dann entzünden wir mal die Feuerstelle. Gehört. Sie gehört den Zwergen, Hassan. Ja, ihr müsst wissen, die Dritten sind als Zwergenhasser bekannt. Und es liegt daran, es gab dann, also die Ursprungsgeschichte meint, sagt halt, dass der Gottvater, also der Gott Frakas, ihnen einen Namen gab und der König der Dritten war mit seinen nicht zufrieden. Gräber, der hier wohl begraben liegt. Und deswegen hat er sich eigentlich von Frakas abgesagt und halt auch sein Stamm wurde zu Zwergenhassern, also durch das, dass er sich selbst seinen Namen ausgesucht hat. Oh, das kann man noch probieren. Ob das gut geht? Nee. Durch das, dass er natürlich sich selbst seinen Namen ausgesucht hat, hat Frakas ihn dann dadurch bestraft, dass sein Stamm in keinem Handwerk wirklich gut ist. Oh, außer natürlich, und deswegen sind die Dritten die stärksten Krieger der Zwerge. Also die sind wirklich kriegerisch auf sehr, sehr hohem Niveau. Deswegen, weil sie eben in keinem anderen Handwerk sonst so gut sind. So, da ging ja noch. Hier kann ich noch eine Feuerschale entzünden. Und die Treppen hochsteigen. Vielleicht entdecken wir hier noch was. Hier, Lorimbur, der Stammvater der Dritten. In vielen Aufzeichnungen über die 5 Zwergenstämme wird über die Dritten nur spärlich berichtet. Und wenn, dann nur mit Abscheu. Sie werden Verräter genannt. Oder Schlimmeres. Ja, Lorimbur ist der erste Stammvater, also der erste König. Es scheint selbst die Dritten verehren, Frakas. Aber bei jedem anderen Stamm wäre sein Schrein der größte, nicht die Statue des Stammvaters. Ein paar Goldmünzen liegen in der Schale vor dem Schrein. Wir opfern Frakas ein bisschen was. Und das liegt daran, dass die Dritten jetzt auch eher mehr Frakas verhöhnen und ihren Stammvater Lorimbur anbeten. Das noch zu eurer Information. Das ist auch noch zusätzlich dazu. Und sie hassen, wie ich schon gesagt, sie hassen alle anderen Zwerge,
Aber sie erfüllen auch ihren Auftrag, das geborgene Land zu schützen. Das muss man ihnen lassen. Und natürlich, sie sind auch Meister der Intrige. Das ist leider auch noch, wird noch eine große Rolle spielen hier. Also die Dritten sind wirklich wahrhaft meisterhafte Kämpfer, aber auch und auch Meister der Intrigen. So, finden wir irgendwo noch einen Hinweis auf das? Schauen wir mal kurz ins Inventar. Was haben wir hier? Stärke ist das, heißt man Heiltrank. Quest. Spielmenü. So, wir gehen wieder raus. Da wird es ich will machen noch einen Versuch. Und dann gebe ich mich weiter. Da tut sich nichts. Oder wisst ihr was? Ich probiere es einfach mal offscreen. Jetzt mal alle möglichen Kombinationen. Wenn sie was tut, dann seht ihr es dann. Okay, Leute, ich bin auf eine interessante Tatsache gestoßen. Wenn ihr die richtige Reihenfolge betätigt, bleibt die Rune leuchtend. Also das müsste jetzt die Kombination der her. Hier noch. Na, machst du bitte die Animation hier. Seht ihr, dann bleibt die leuchten. Dann hier. Finde ich ein nettes Rätsel. Und dann müsste noch hier noch sein. Ha, das war's. Ja. Gorens wertvollste Besitztümer. Die Briefe seiner Geliebten. Ein Seidenschal, der wohl ihr gehört, und ein Medaillon. Ein magischer Armreif sollte sich als nützlich erweisen. Wir klauen einfach alles zusammen, was geht. Mal schauen, was wir dann für einen Armreif jetzt haben. Was ist da? Okay. Äußerst interessant. Ja. Leute, ich finde, das war mal eine lange Aufnahmesession jetzt. Müssten jetzt, glaube ich, 3 Folgen normal sein. Und ich beende die mal. Ich hoffe, euch gefällt immer noch das Projekt. Ich werde noch natürlich ein bisschen weiterspielen natürlich, und euch das noch zeigen. Und wenn ihr das fertige Spiel auch noch sehen wollt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Dann starten wir das nochmal neu als Projekt hier auf dem Kanal. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir die Festung hier verlassen. Bis dahin, ciao.